Moin Anime-Fans, ich bin Ferus und heute bewegen wir uns mal wieder im Digimon-Universum. Zwar sieht vieles in der digitalen Welt ziemlich harmlos aus, aber der Schein trügt. Auch Digimon kann ziemlich schockieren und genau das gucken wir uns heute an. Viel Spaß! Auch wenn Digimon Try sich selbstverständlich an die ältere Zielgruppe richtet, die mit Digimon damals aufgewachsen sind, hat es Momente, die man in Digimon nicht unbedingt erwartet hätte. Und für einen Teil dieser Momente ist eindeutig der dunkle Genai zuständig. Natürlich mögen wir alle Genai. Nett, freundlich, weiß immer die richtigen Sachen zu sagen und hilft den Digi-Rittern hier und dort. Doch die dunkle Version von ihm ist ein richtiger Creep. Nicht nur, dass er sich als Digimon-Kaiser verkleidet hatte und uns Hoffnung gab auf ein Wiedersehen mit dieser Figur, nein, er kennt auch keine körperlichen Grenzen. Das zeigt er vor allem im vierten Film. Zum einen kommt der Mako viel zu nahe in einer sehr eindringlichen Pose, äußert dabei noch sehr bedenkliche Sachen und zum anderen, das ist tatsächlich die wesentliche Situation, überwältigt er Sora und leckt sie ab. Das ist eine absolute Psychosituation. Zumindest ich saß in diesem Moment ziemlich geschockt auf meiner Couch, als ich das sah. Besonders, weil diese Schleckerattacke noch ganz anders abartig anmutete. Schade irgendwie, dass der dunkle Genai in Digimon Try nie die Abreibung bekommen hat, die er verdient hätte. Oikawa ist nicht unbedingt die Art von Mensch, die man nachts auf der Straße begegnen möchte. Sein mürrischer und böser Blick, sein gesamtes Auftreten, alles Sachen, die so ein wenig nach Serienmörder klingen. Klar, wir wissen, hinter dieser Fassade und dem Einfluss von Miyotismon befindet sich eigentlich eine liebenswerte Person, deren Schicksal gerade am Ende wirklich herzzerreißend ist. Doch bevor es dazu gekommen ist, gab es den ein oder anderen sehr creepy Moment mit ihm. Angefangen natürlich bei der Saat der Finsternis, die er Kinder hat einpflanzen lassen, die er zuvor entführt hat. Ja, entführt. Doch ein Moment hat sich ganz besonders bei mir eingebrannt und das ist dort, wo er auf dem Friedhof war. Friedhöfe können sehr schnell mit dunkler Atmosphäre gefüllt werden, so wie hier. Und während Oikawa mit seinem verstorbenen Freund redet und was er ihm alles noch hätte zeigen wollen, bekommt er Halluzinationen von Arukenimon und Mamimon, die ihm sagen, dass sie er sind und dass er hässlich ist. Die Stimmen in seinem Kopf reden weiter und sagen, dass sie ihm niemals verzeihen werden, was ihn so fertig macht, dass er einen halben Nervenzusammenbruch kriegt und rumschreit. Die schemhaften dunklen Krähen im Baum geben den Ganzen noch den Rest. Dass Kurata aus Digimon Delta Squad absolut skrupellos ist, das habe ich euch ja bereits im Video zu den Digimon-Bösewichten erzählt. Seine mehr oder weniger Furcht vor Digimon hat ihn dazu veranlasst, sie ausrotten zu wollen. Um sein Ziel zu erreichen, sind ihm letztendlich alle Mittel recht. So unter anderem auch ein Massenmord. Kurata kehrt mit einer bewaffneten Sondereinsatztruppe zurück in die Digi-Welt. Kuratas Auftreten und Mimik ist schon furchteinflößend. Aber wenn die Soldaten mit Flammenwerfern den ganzen Wald mit Digimon niederbrennen und die schreien vor Angst flüchten wollen, wird einem da schon etwas anders. Doch das Schrecken nimmt noch seinen Höhepunkt ein, sobald sich ein Digimon gegen ihn stellt. So wird Revolvermon zum Beispiel komplett ausgelöscht. Auch das Frigimon, welches Kinen aufgezogen hatte, wurde Opfer dieser beispielslosen Brutalität. Und während ein Digimon nach dem anderen um sein Leben kämpfte, lutschte Kurata einfach belanglos an einem Lolli. Als das Feuer dann nach und nach aufhörte, war das Einzige, was blieb, nur noch Zerstörung und Leid. Digimon Ghost Game macht seinen Namen alle Ehre. Es greift wirklich sehr viele Horrorszenarien auf. Und auch wenn es leider aktuell zumindest keine deutsche Synchronisation gibt, gehört es hier zumindest einmal mit rein. Und zwar mit Skullgreymon. Dieses Skelett-Digimon allein bringt einen schon zum Schaudern. Unvergessen sei hier die gezwungene Digitation in Digimon Adventure. Und auch Digimon Ghost Game ist sich bewusst, dass Skullgreymon Schrecken hervorruft. Dabei wird es direkt als Anspielung auf die Horrorfilme der Nightmare und Elm Street Filme genutzt. Skullgreymon nimmt dabei die Rolle von Freddy Krüger ein und besucht die Kinder in ihren Träumen. Und das Digimon wurde einfach herrlich creepy gestaltet. So abstoßend hatten wir ihn bisher noch nicht gesehen. Und allein die Vorstellung von Skullgreymon in seinen Träumen gejagt zu werden und wenn man von ihm im Traum getötet wird, stirbt man ebenfalls in echt, ist wirklich angsteinflößend. Und wir sehen sogar, wie die Verletzungen aus den Träumen in der Wirklichkeit sich widerspiegeln. Zum Glück wird Kiyoshiro sich irgendwann bewusst, dass er träumt und kann diesen Traum manipulieren. Alles gerade nochmal so abgewehrt, aber träumen von Skullgreymon möchte ich trotzdem nicht. In Digimon gab es so den ein oder anderen ziemlich grausamen Tod eines Digimons. Doch das Ableben von Arukenimon gleicht
irgendwie einer Art Folterung. Als Malomyotismon endlich seine neue Gestalt angenommen hat, will er unbedingt seine neuen Kräfte ausprobieren. Tja, doof, dass er keinen Verwendungszweck mehr für Arokenimon oder Mamimon hat. Dementsprechend kann er sie dafür ziemlich gut nutzen. Als erstes greift er sich Arokenimon und fragt sie, was er wohl mit ihr vorhaben könnte. Und weil sie natürlich an das Schlimmste denkt, macht er natürlich genau das, woran sie gerade denkt. Doch halt, statt das Ganze mit einer Attacke zu beenden, sticht er mehrmals auf sie ein. Dabei schreit sie jedes Mal vor Schmerzen auf, was nochmal durch dieses auftretende Rot deutlich untermalt wird. Mamimon versucht unterdessen, Malomyotismon davon abzubringen, dies zu tun. Doch natürlich hört er nicht auf ihn. Als Arokenimon unter Schmerzen ihn förmlich anfleht, beendet er das Ganze. Für Mamimon hat das Leben danach keinen Sinn mehr und er greift Malomyotismon an, was ebenfalls zu einem sehr brutalen Tod führt. Mit der Attacke Höllenschmelze schmilzt er Mamimon ein. Das klingt nicht nur krass, sondern sieht auch so aus. Und dabei mochte ich die beiden eigentlich ziemlich gerne. Ein trauriger Abschied. Ich hatte ja schon bei dem Video über die Bösewichte überlegt, ob ich Puppetmon mit reinnehme. Letztendlich hatte ich mich dagegen entschieden, aber hier musste er unbedingt mit rein, aus einem ganz besonderen Grund. Und das ist das Aufeinandertreffen mit TK. Als Puppetmon alle von TK getrennt hatte, will er unbedingt mit ihm spielen. Doch dass einer der Meister der Dunkelheit einfach ein Spiel spielen möchte, das kommt natürlich nicht in Frage, da ist ein kleiner Haken bei. Und zwar wird hier mit echten Waffen geschossen. TK bekommt eine Mini-Uzi. Nein, wirklich, ja, das lief im Kinderprogramm. Unzensiert. Während Puppetmon einen Revolver hat, mit dem er auf TK schießt. Aus der Waffe kommen wirklich echte Kugeln, wohlgemerkt. Als zum Beispiel zwei Handlanger-Digimon ihm den falschen Standort von TK nennen, erschießt er sie kurzerhand. Doch das Schockierendste ist, als er TK in die Ecke gedrängt hat und ihm locker erstmal sagt, dass er ihm zunächst erstmal in die Beine schießen wird. Er möchte wirklich ein Kleinkind in die Beine schießen und ihn unbeweglich machen. Gott sei Dank gehen ihm rechtzeitig die Kugeln aus, sodass er den Revolver erstmal nachladen muss, sodass TK noch rechtzeitig fliehen konnte. Nichtsdestotrotz ein wirklich sehr harter Moment. Und noch ein weiteres Mal Digimon Try. Selbstverständlich haben wir schon andere Menschen in Digimon sterben sehen. Wir erinnern uns an den traurigen Abschied von Oikawa am Ende von Digimon Adventure 02. Doch irgendwie hat das Ganze sich auflösen in Schmetterling nicht denselben Effekt, wie wir ihn in Digimon Try hatten. Und ich sag es hier noch einmal, ich weiß, Digimon Try richtete sich von Anfang an eine ältere Zielgruppe. Doch als der Fake-Professor Daigo Nishijima blutüberströmt und eindeutig mit sehr starken Schmerzen um sein Leben kämpft, war ich schon baff, weil ich noch nie so viel Blut in Digimon gesehen habe. Doch als er sich dann noch für Tai und die anderen opferte und als letztes Zeichen, bevor das Ganze explodierte, seine blutverschmierte Hand hob und diese dann eindeutig leblos runterfällt, war der Moment gekommen, wo ich wusste, Digimon hat eine ganz andere Ära erreicht. Ob er nun zu Tode verblutet ist oder letztendlich bei der Explosion gestorben ist, spielt dabei für mich zumindest keine Rolle mehr. Ich konnte nur noch daran denken, wie viel Blut da überall war. Da war das bisschen Blut von Matt und Tai in Digimon Adventure Last Evolution Kizuna ja schon fast ein Witz. Digimon Tamers bietet einfach so viel Stoff für Horrormaterial. Wahrscheinlich hätte ich das ganze Video auch nur aus Digimon Tamers machen können, aber das wäre ja langweilig geworden. Selbstverständlich muss es hier trotzdem vertreten sein und das hier mit D-Reaper. Das Programm, welches die Digi-Welt zerstören möchte und dabei direkt aus einem Werk von H.P. Lovecraft stammen könnte. Seine wobernde Gestalt, die eklige Geräusche macht. Seine ausfahrbaren Tentakel und Monster. Bis dahin, wo es sogar die Form von Jen kopiert und mit ihrer Stimme spricht. Gerade der letztere Part ist echt nichts für schwache Nerven. Zum Beispiel gibt es eine Szene mit Jens Vater, wo D-Reaper ihn analysiert. Er fleht um das Leben seiner Tochter und würde lieber seines geben. Doch das interessiert D-Reaper wirklich herzlich wenig. Stattdessen hört man von den Hunderten von Mäulern, die D-Reaper besitzt, das Echo von Jens Stimme, wie sie ständig Vater sagt oder Schicksal. Auch die Verwandlung von Fake-Jen zu D-Reaper-Jen ist echt hart. Sowas wäre Jahre später nach der Zensurwelle von RTL 2 nicht mehr möglich gewesen. Und somit hat definitiv D-Reaper hier auf dieser Liste einen Platz verdient. Das Meer der Dunkelheit. Nicht nur einmal hat es den ein oder anderen Digi-Ritter dahin geführt. Und jedes Mal, wenn es uns in Digimon dorthin verschlägt, ist das Ganze wirklich sehr harter Tobak. Sei es nun, wenn Maki Himekawa dort eine ganz klare Fälschung ihres Tapiamon vorfindet und danach vom Meer der Dunkelheit verschlungen wird und vermeintlich stirbt. Oder wenn Ken nach
nach dem Tod seines Bruders dort landet und sein Digivice zu einem dunklen D3-Digivice wird, was zur Geburt des Digimon-Kaisers führte. Yep, das ist alles schon ziemlich hart, aber wird nochmal übertroffen von dem Besuch von Kari. Nachdem sie aufgrund ihrer dunklen Gedanken dorthin gezogen wurde, hat sie wirklich ein creepy Treffen mit mehreren Divermons, also Fake-Divermons, wie sich noch herausstellt. Denn als der schwarze Turm zerstört wurde und die dunklen Spiralen abgefallen sind, entpuppen sich die Divermons als dunkle Kreaturen des Meeres. Und schwupp offenbaren sie ihr wahres Motiv gegenüber Kari. Sie wollen sie als Jungfrau, um für sie Kinder zu gebären. Ich meine, was zur Hölle, als wäre die Folge nicht eh schon völlig abgefuckt. Nun soll Kari auch noch als Brutstätte dienen. Wenn das nicht völlig drüber ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Gott sei Dank kann Kari mit der Hilfe von Gatomon, TK und Patamon entkommen. Aber die Gedanken an das Meer der Dunkelheit bleiben. Definitiv Stoff für Albträume. Während wir bei Ghost Game mit Sky Greymon nur eine Anspielung auf einen Horror-Movie hatten, ist Jens Albtraum in Digimon Tamers eine Szene, die direkt aus einem Horrorfilm stammen könnte. Jen, gefangen von D-Reaper, immer noch bei den Gedanken an den Tod von Leomon. Diese psychische Belastung für ein kleines Kind ist wahrscheinlich unaussprechlich, also kein Wunder, dass sie von Albträumen geplagt wird. Und dort findet sie sich am Totenbett ihrer Mutter wieder, die wir ebenfalls mit einem Tuch über den Kopf sehen. Währenddessen sagen ihr Vater und die Ärzte, dass das nun mal der Lauf der Dinge ist. Sie versucht über den creepy Krankenhausflur zu entkommen und um sie herum sind einfach schemenhafte Gestalten von Menschen, die ziemlich gruselig sind. Aber das wirklich Schrecklichste folgt danach noch, nämlich dann, als sie sich selbst erblickt. Und als diese falsche Jen sich umdreht, erkennt man, dass sie keine Augen hat, einen merkwürdigen Mund und diese Handpuppe, die sie immer bei sich trug, die eh schon sehr merkwürdig war, ist am Arm festgewachsen und wirklich, wirklich verdammt creepy. Hinzu kommt noch die atmosphärische Sounduntermalung ohne Musik und die Fischaugenkamera. Also wirklich ohne Quatsch, diese Szene hätte locker in einem Horrormovie passen können. Das waren jetzt so ein paar Beispiele, wo Digimon schockiert hat. Ihr kennt bestimmt noch einige mehr, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ihr bekommt nicht genug von den digitalen Monstern, dann habe ich hier einmal für euch die traurigsten Momente der Digi-Welt. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal auch schon wieder.